Hallo, Freunde des gepflegten Point-and-Click-Abenteuers zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar ist es The Book of Unwritten Tales von King Art Games aus dem Jahre 2009. Und ich kann sagen, dass ich mich unheimlich freue auf dieses Projekt. Ich fiebere dem schon so ewig entgegen. Eigentlich seit ich angefangen habe zu Let's Playen. Und da ich jetzt Lovecraft and the Guardian of Light abgeschlossen habe, natürlich kommen noch Parts, aber für mich ist es abgeschlossen. Und deshalb fange ich schon mal mit dem neuen Projekt an. Aufzunehmen. Euch erwartet ein wundervolles Point-and-Click-Adventure in einer klassischen Fantasy-Welt. Allerdings nimmt dieses Spiel das Genre auch ein wenig auf die Schippe, ist also leicht ironisch an manchen Stellen, hat auch ein paar Easter Eggs versteckt, nimmt vielleicht auch ein paar Filme und ein paar andere Geschichten auf die Schippe. Lasst euch einfach überraschen. Es ist auf jeden Fall ein wirklich tolles Spiel. Ich habe die erste Stunde ungefähr angespielt. Also ich spiele jetzt den Anfang nicht direkt blind, aber sobald die Stunde rum ist, ich kann euch dann ja sagen, wann es soweit ist, dann werde ich dieses Spiel blind weiterspielen. Und da das Spiel einen relativ großen Umfang hat, wird das sehr, sehr viel noch sein. Jetzt ist die Musik auf einmal aus. Ja, was ich noch kurz sagen kann, ist, das ist eine deutsche Entwicklung. Das wird sich auch bemerkbar machen in der wundervollen Synchronisation. Es sind unglaublich tolle Sprecher dabei und auch sehr viele bekannte Sprecher. Und ja, also es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr liebevoll gemacht. Wunderschöne Hintergründe, wundervolle Figuren. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich tue es sowieso. Ja, Leute, es geht los. Ich hoffe, ich habe den Sound vernünftig abgemischt. Ich habe jetzt einfach mal Musik und Sound auf 20% und Sprache auf 100%. Ich habe eben mal ein bisschen rumprobiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass das ganz gut ist. Hier steht schon Spiel fortsetzen, weil ich halt schon einmal angefangen habe und getestet habe. Allerdings fangen wir jetzt ein neues Spiel an. Bevor es losgeht, sage ich euch noch kurz, ich werde sobald oder ja, eigentlich schon wahrscheinlich im nächsten Vlog, beziehungsweise wird der schon längst raus sein, wenn das hier veröffentlicht wird, oder wenn ich das hier hochlade. Da werde ich euch zeigen, oder da habe ich euch gezeigt, die Collection von The Book of Unwritten Tales, die ich mir neulich gekauft habe. Und davon ist eben auch dieses Spiel. Da sind auch die Vieh-Chroniken drin, der zweite Teil, beziehungsweise der Prolog hiervon. Und ja, auf jeden Fall sind hier dann die Videos, glaube ich, ein bisschen hochauflösender und alles ein bisschen überarbeitet worden für größere Auflösung nochmal. Aber ist jetzt auch egal, ich quatsch schon wieder zu viel. Wir legen einfach direkt los mit einem neuen Spiel. Und jetzt setzt auch die Musik wieder ein. Kapitel 1. Der Ladebildschirm. Übrigens auch sehr interessant gelungen mit der Zeichnung und dem Plan. Und diesem schrägen Ladebalken, der sich schön in das Pergament einfügt. Verstecke Bugs. Ja, ja. Werden wir ja dann sehen, ob die so versteckt sind. Kennt man ja schon aus Sims, immer diese lustigen Sachen, die dann da stehen beim Ladevorgang. Und los geht's. Unsere Welt ist im Krieg. Nur noch die Alten erinnern sich an eine Zeit ohne Furcht, ohne Blutvergießen. Und bislang war kein Ende in Sicht. Auf Sieg folgte Niederlage, auf Niederlage Sieg. Niemand konnte den entscheidenden Vorteil erstreiten. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen?
Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein, in einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Ich hoffe nur, dass uns das Glück noch nicht verlassen hat. Wo bleibt Bechtel mit den Männern des Erzmagiers? Ist Ihnen denn nicht klar, wie... So, so. Du bist also MacGuffin, nicht wahr? Archäologe, Historiker, Abenteurer und zukünftige Trophäe an der Wand meiner Mutter. Abgebrochener Sohn der Erzhexe Mortoga. Was willst du von mir? Das weißt du doch. Wo ist es? Wir wissen, dass dein schwachsinniger Diener auf dem Weg zu diesem verfluchten Zaubertrickser Alistair war. Nichts werde ich euch sagen. Nimm ihn mit. Mutter hat Mittel und Wege, alles aus ihm herauszupressen, was wir wissen müssen. Was soll mir schon passieren? Ach was, wir sind mehrere Tagesreisen entfernt von den wilden Landen. Hier ist es ebenso sicher wie in Elfenheim. Ach die, wenn es nach denen geht, würde ich den ganzen Tag nur... Psst! Also das ist doch... Nein, natürlich tue ich nichts Dummes. Du hast recht, wir sollten Hilfe holen. Schnell, zurück zum Elfenhain. Oh Mann. Tja. Einen beherzten Sprung später. So sieht's also anscheinend aus. Dann wollen wir mal. Tipp, du kannst Ivo mit der linken Maustaste bewegen. Bewege sie zum Bein des Drachen. Anscheinend hat sich unsere Elfe, die soeben eingeleitet wurde, an den Drachen drangehängt als blinder Passagier und möchte anscheinend rausbekommen, was hier so vor sich geht. Warum der kleine, ja, Gnom, Goblin, was auch immer, gefangen genommen wurde. Und das wollen wir jetzt natürlich auch rausbekommen, ist ja ganz klar. Und Ivo, so heißt ja die gute Elfe, wollen wir dann mal... steuern, beziehungsweise zu diesem alten Herrn bringen. Wir klicken einfach mal auf das Seil. Sie scheint sich dran lang zu hangeln. Um einen Gegenstand zu betrachten, klicke ihn mit der linken Maustaste an. Versuche es einmal mit dem Seil rechts. Das eine Ende des Seils scheint fest verknotet zu sein. Ich könnte mich damit auf die andere Seite des Beins schwingen. Ja, dann mach das doch. Um das Seil zu benutzen, klicke es erneut an. Zack, dann kommt so ein... Ja, wie heißt das? Schraubenschlüssel. Untersuche den Käfig und sprich mit dem Gremlin. Ein Gremlin ist es, kein Goblin. Das hört sich aber immer so gleich an. So. Untersuche den Transportkäfig. Der Metallkäfig ist am Haltegeschirr des Drachen befestigt. Im Käfig steht der alte Gremlin. Er hat mich noch nicht bemerkt. Dann können wir ja ganz schnell wieder abhauen. Nein, Quatsch. Wir sprechen mal mit ihm. Psst. Hallo, ihr da. Wer bist du? Die freundliche Elfe aus der Nachbarschaft. Was sagen wir denn mal? Die Frage ist doch, wer seid ihr und warum hat man euch entführt? Ich bin eine Waldelfe, die euren Tag retten wird. Nenn mich Ivo. Ich nehme mal das zweite. Viel interessanter für mich ist, wer ihr seid und warum man euch entführt hat. Professor MacGuffin, mein Name. Ich bin Archäologe. Ich habe etwas entdeckt. Etwas Wichtiges. Und diese Kerle wollen es haben? Oh ja. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr sie es haben wollen. Anscheinend redet er von dem Buch, was er eben erwähnt hat. Sagt es mir, was habt ihr entdeckt? Lasst mich raten. Die Kerle da oben wollen mit eurem Wissen die Weltherrschaft an sich reißen? Ja, spotte nur. Sie werden mir die Haut abziehen, bis ich ihnen verrate, was ich weiß.
Ist ja gut, ich befreie euch. Dann lasse ich euch Sterblichen weiter Krieg spielen. Nein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Du musst diesen Ring hier nehmen. Bringe ihn zum Erzmagier Alistair in die Stadt Seefels, unten am Meer. Er wird Leute zu meinem Haus schicken. Dort im Geheimkeller liegt das Buch, in dem steht, wo es versteckt gehalten wird. Er muss es in Sicherheit bringen. Und was ist mit euch? Ich werde dir so viel Zeit verschaffen, wie ich kann. Einige Stunden werde ich die Folter aushalten. Wenn es sein muss, auch Tage. All die Schmerzen. Oh, so theatralisch. Die Demütigungen. Die Pein für Körper und Seele. Ja. Übrigens, ist euch aufgefallen, welche Stimme die gute Dame hat? Jaha, das ist die Stimme von Lara Croft. Richtig. Und der Anfang eben, wo der Gremlin da gesessen hat und geschrieben hat, erinnert auch sehr an ein gewisses, einen gewissen Film, der handelt von einer Buchtrilogie. Ne, da geht es auch um einen Ring, ihr wisst schon, was ich meine. Da sitzt ja auch der Bilbo an seinem Schreibtisch und schreibt etwas in ein Buch. So fängt das, glaube ich, an. Ich weiß aber gar nicht mehr so genau. Egal, weiter geht's. Ihr seid ein wahrer Held. Lebt wohl. Oh, mutiger alter Mann. Man wird Lieder über euch singen. Lebt wohl. Ja. Ja, natürlich. Obwohl, ich mag eigentlich keine Lieder. Wenn du mich befreien würdest, dann könnte ich dir helfen. Na klar doch. Der Weg in die Stadt der Menschen ist weit und gefährlich. Und ein hilfloses Geschöpf wie du? Oh, ihr seid zu großmütig und selbstlos, guter Herr. Verzichtet nur für mich auf Folter und Tod. Wie kann ich euch befreien? Ja, gute Frage. Dieser Käfig ist stabil und das Schloss lässt sich nicht so einfach knacken. Ich könnte den Käfig losbinden und auf dem Boden würde er zerschellen. Genau wie meine alten Knochen. Kein guter Plan. Aber die Idee ist nicht schlecht. Auf dem Weg zu Mordrogas Festung fliegen wir über das Weißkammgebirge. Dort ist alles mit Schnee bedeckt und der Drache fliegt niedrig über die Gipfel. Dort könnten wir es versuchen. Das war ein Scherz. Die Chancen, dass das klappt, dürften bei 1 zu 1 Million stehen. Hervorragend. Außerdem sehe ich keine andere Möglichkeit, wie wir unauffällig verschwinden könnten. Kampf ist keine Option. Ich schaue mir mal die Befestigung des Käfigs an. Tu das. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Ja. Keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber ich sollte den alten Zausel befreien, bevor wir Feindesland erreichen. Dann sehen wir weiter. Wie auch immer dieser runzelige kleine Kerl uns in diesem Käfig helfen will. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Betrachte das Befestigungsseil. Mit diesen Seilen ist der Käfig am Drachen befestigt. Ich muss sie lösen, wenn ich den Käfig über dem Gebirge abwerfen will. Sitzt alles verdammt stramm. Das kann ich mit bloßen Händen nicht lösen. Aber vielleicht könnte ich die Seile zerschneiden, wenn ich ein Messer oder Schwert hätte. Aha, ein Wink mit dem Zaunfall, dass wir sowas in der Art wahrscheinlich brauchen. Ich weiß gar nicht. Betrachte die Ladung. Transportdrachen können gewaltige Lasten bewegen, wie diese Fässer, die Holzbalken und die große Kiste. Ich glaube allerdings nicht, dass mir das Zeug weiterhelfen wird. Okay, ich weiß übrigens gar nicht... Ah, Leertaste drücken. Dann kann man nämlich sehen, was man alles begutachten kann. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht... Ich schau mal hier, Holzbalken. Dort geht es hinauf auf den Rücken des Drachen. Aber ich kann den Balken nicht erreichen. Hier haben wir ja schon... Mit diesen Seilen. Ja, das hatten wir ja schon. Das kann ich mit Blut... Okay. Wie können wir hier wieder hin zurück, vielleicht? Dort geht es hinauf auf den... Ja, ist ja gut. Vielleicht weiß der ja noch was. Psst, McGuffin. Was gibt's? Vielleicht hat er ja noch eine Idee für uns. Können ja noch ein bisschen labern mal mit dem. Was wisst ihr über die Kerle, die euch entführt haben? Dieser Kerl mit seinem Troll. Wer ist das? Der Hexenmeister? Der heißt Munkus.
Er ist der Sohn der Erzhexe Mortroga. Die Erzhexe steckt dahinter? Woher wusste sie, dass ihr eine wichtige Entdeckung gemacht habt? Bechtel, mein Knecht. Ich habe ihn in geheimer Mission zum Erzmagier geschickt. Sie müssen ihn abgefangen haben und... Armer Bechtel.